Servus zusammen auf eurem YouTube-Kanal für Tabletop-Spielsysteme, die im deutschsprachigen Raum nicht so häufig vertreten sind, schon gar nicht, und das ist leider sehr schade, hier auf YouTube, wie zum Beispiel Sachen von Mantic Games, Kings of War oder Firefight. Und deshalb möchte ich heute auch über Kings of War sprechen, und zwar den Einstieg in das Spielsystem in 2024. Denn hier haben wir ja eine ganze Reihe Möglichkeiten mittlerweile. Ich will auch gar nicht hier mit diesen Sachen starten, sondern ganz als erstes mal hier das Thema Regelbuch ansprechen. Wie ihr hier seht, ihr könnt euch hier ein Getting Started Rulebook besorgen von Mantic direkt im Webshop. Ich werde euch das auch im Video hier verlinken, in der Videobeschreibung. Falls euch das interessiert, euch das zu holen, da bekommt ihr eben schon mal die Grundregeln von Kings of War, um erste Spiele mal zu machen, das Ganze auszuprobieren, ohne Fluff natürlich, aber das ist schon mal ein erster sehr schöner Einstiegspunkt. Ansonsten, wenn es darum geht, sich ein Regelbuch zu kaufen, gibt es natürlich auch mehrere Möglichkeiten, weil eben in den diversen, zum Beispiel der Startup-Boxen, sind eben auch Regelbücher oder ist auch ein Regelbuch dabei. Und da solltet ihr eben darauf schauen, hier dieses rote Regelbuch euch zu besorgen. Das ist eben das aktuelle, das zuletzt erschienen ist, wo alle Regeln zu Kings of War enthalten sind, plus alle Updates, Erweiterungen, die im Verlauf seit der dritten Edition, seit 2019, eben veröffentlicht worden sind mit den diversen Clash of Kings Büchern und dann hier dieses kleinere Buch Clash of Kings, wenn es nicht so wie hier steht, included, dass ihr es schon bei der Bestellung dabei habt, hier in diesem Preis, dann solltet ihr euch auch dieses kaufen, zumindest jetzt noch in 2024, denn dort sind eben in diesem Buch die aktuellen abgedateten Armeeregeln drinnen. Da wird Ende 2024 dann eben wieder ein neues Buch erscheinen, um eben das Balancing im Spiel beizubehalten. Ansonsten eben noch für Leute, die sich für Hintergrund interessieren, hier könnt ihr euch quasi die Hintergrundsektion zu Kings of War holen, die ist eben mittlerweile auch kostenlos hier von Mantic zur Verfügung gestellt worden. Ansonsten die andere Möglichkeit, die es eben noch gibt, es gab früher eben das erste Regelbuch der dritten Edition, dieses grüne, das schaut eben gleich aus wie dieses hier, nur eben nicht in Rot, sondern in Grün. Da hat sich natürlich ein bisschen was getan regeltechnisch, aber falls ihr in irgendeiner Form nicht vorhabt, auf Turniere zu spielen oder auch nur mal um ins Spielsystem einzusteigen, bietet es sich auch an, mal mit diesem grünen Buch zu starten, solltet ihr dieses zum Beispiel irgendwo finden und eben das rote nicht bekommen können. Ansonsten, wenn wir hier mal schauen in Richtung der Figuren, beziehungsweise wie ich auch schon angesprochen habe, der zwei Spieler Starterboxen, dann seht ihr hier schon, es gibt dazu eine ganze Menge an diversen Sets, die ihr hier dann bekommt, für zwei Spieler eben gedacht. Und wenn wir hier mal schauen, zum Beispiel hier War in the Holds, das ist schon ein etwas älteres, da waren dann Redkin drinnen und eben auch Goblins. Und auch wie wir hier wieder sehen, ihr bekommt hier nicht nur diese ganzen Figuren, die ihr hier abgebildet seht, sondern eben auch noch das Regelbuch, eben das aktuelle. Und auch, was hier wieder ganz gut zu sehen war, in der rechten Ecke, ihr habt auch hier das Clash of Kings Buch dabei. Ist natürlich jetzt darauf zu führen, dass das hier im Webshop von Mantic Games eben direkt zu bestellen wäre. Solltet ihr diese Box anderweitig im Handel kaufen, werdet ihr das Clash of Kings Buch nicht dabei haben. Das auch noch als Information. Aber eben alle diese Figuren, die ihr hier seht, zusammen mit dem roten aktuellen Regelbuch, ist eben das, was ihr in der Box bekommt, wenn ihr die Box alleine kaufen solltet. So eine Zwei-Spieler-Starterbox bietet sich natürlich klarerweise sehr gut an, wenn man zu zweit anfangen möchte oder wenn man sagt, man möchte zwei kleine Demo-Armeen aufbauen, um das Spiel vielleicht im Verein herzuzeigen, wo aktuell noch nicht Kings of War gespielt wird, oder generell im lokalen Laden vielleicht Demospiele anzubieten. Dafür eignen sich eben diese Sets sehr gut, haben ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ihr bekommt hier eine ganze Menge.
Was hier vielleicht noch zu sagen ist, bei diesen älteren Varianten, wie zum Beispiel dem War in the Halls Set, da kann es noch passieren, soweit ich mich erinnern kann, ist dieses Set eben noch zu Zeiten erschienen, als noch das grüne Regelbuch aktuell war. Falls ihr hier eine Box bekommt, die eben noch etwas älter ist, die vielleicht schon etwas länger beim Händler herumliegt, dann kann es sein, dass ihr dort das Problem habt oder das Pech haben könntet, eben, dass dort das grüne Regelbuch enthalten ist. Das solltet ihr vielleicht vorher abklären versuchen, falls es die Möglichkeit dazu gibt. Aber wie gesagt, wenn es nicht der Fall sein sollte und ihr erstmal nur das grüne Regelbuch bekommen könnt, ist es auch nicht so schlimm, denn zu großen Teil sind ja die Regeln noch recht aktuell. So viel hat sich ja dann doch nicht geändert. Und hier gibt es eben dann eine Reihe von zwei Spieler-Starterboxen, die im Laufe der Zeit eben erschienen sind. Auch hier zum Beispiel mit den Riftforged Orks und den Halblingen dabei, ist wieder gleich aufgebaut. Ihr habt hier zwei kleine Armeen für den Start, plus dann eben das rote Regelbuch, wo alle Regeln zu Kings of War drinnen sind. Und was hier auch noch interessant zu sagen ist, für die, die es nicht wissen, die vielleicht neu bei Kings of War jetzt einsteigen, in diesem roten Regelbuch sind sämtliche Armeelisten enthalten, die es bisher im Spiel gibt, mit Ausnahme der Twilight Kin, also quasi dunkle Elfen. Diese sind hier im Clash of Kings Buch, im aktuellen, das hier zu sehen ist, mit ihrer Armeeliste enthalten, weil die wurden eben gerade neu überarbeitet. Also wenn ihr diese Armee spielen wollt, müsst ihr euch bitte auch dieses Buch dazu holen. Wie vorhin schon gesagt, macht dieses Clash of Kings aber Sinn, weil dort jährliche Regel-Updates reinkommen, um das Spiel eben gebalanced zu halten. Auch hier wieder, wenn ihr dieses Set kauft oder alle diese zwei Spieler-Starter-Sets, wie vorhin schon gesagt, bei Mantic direkt, bekommt ihr das Clash of Kings Buch direkt schon dazu. Bei Sands of Amun zum Beispiel habt ihr das gleiche nochmal, nur halt diesmal mit den Ogern und mit den Empire of Dust. Für die, die vielleicht von Warhammer Fantasy kommen, Ogre, kann man sich was vorstellen. Empire of Dust, Gruftkönige quasi. Soweit dazu die Information. Dann Eyes in the Shadow ist das neueste Zweispieler-Starter-Set. Dort sind enthalten eben die Northern Alliance und die Nightstalker, die ihr hier seht. Auch die hier wieder eine ungefähr ähnliche Aufteilung. Was die Figuren betrifft, wie man es schon bei den anderen zwei Spieler-Starterboxen jetzt gerade gesehen haben, und auch wieder das rote Regelbuch dabei, obwohl das ein Zwei-Spieler-Starter-Set ist, muss man hier noch dazu vielleicht sagen, es ist nur ein Regelbuch enthalten, nicht zwei, also da müsste sich ein zweiter Spieler eventuell eben das Regelbuch noch extra mitbestellen, und auch wie bei den anderen Sets wieder das Clash of Kings Buch ist dabei. Zweite Möglichkeit, beziehungsweise weitere Möglichkeit, um einzusteigen, sind die Ambush-Sachen. Dazu gibt es auch aktuell jetzt ein Zwei-Spieler-Starter-Set, das kürzlich erschienen ist. Auch hier wieder mit der Northern Alliance, diesmal aber nicht mit Nightstalkern, sondern mit den neuen Twilight King. Das ist das, was ihr hier in diesem Set bekommt, ist auch ein wenig günstiger als die anderen zwei Spieler Starterboxen, das auch nur ein Ambush-Set ist. Ambush bei Kings of War ist quasi eine kleinere Variante, bis ungefähr 750 Punkte in diesem Bereich, beziehungsweise unter 1000 Punkte, ist eben ein guter Start anzufangen. Da gibt es eben ein paar Änderungen, wie man Armeen zusammenstellt, damit das besser funktioniert auf diese Punktegröße. Und dafür gibt es eben jetzt dieses zwei Spieler Starter-Set mit weniger Figuren insgesamt, weil man ja auch dann nur weniger Figuren eben braucht. Und wie man hier aber auch sehen, kein rotes Regelbuch. Hier habt ihr nur einen Quick-Start-Guide bzw. eine Regelübersicht, plus ich glaube ein Szenario hier ist dabei, und dann eben für Ambush die Informationen, wie ihr diese Figuren zusammenbaut, die hier in der Box zu finden sind. Das ist, glaube ich, auch in den anderen Zweispieler-Starter-Boxen mittlerweile der Fall, dass das dabei ist von Mantic, was ja früher nicht der Fall war. Also müsst ihr dort, wenn ihr mit diesem Set anfangen möchtet oder solltet, euch später das Regelbuch besorgen. Also das aktuelle rote Regelbuch, wenn ihr die vollen Regeln für Kings of War eben haben möchtet, da dieses hier eben nicht dabei ist.
Aber ist eine sehr gute Möglichkeit, um hier auch wieder zwei kleine Demo-Armeen zum Beispiel aufzubauen, wenn man alleine sein sollte, oder eben sich das Ganze auch wieder zu zweit zu teilen. Um jetzt noch kurz bei diesen Ambush-Armeen zu bleiben, beziehungsweise Starter-Sets zu bleiben, hier dieses The Chill of Twilight ist wie gesagt das Zwei-Spieler-Ambush-Starter-Set, das wir gerade gesehen haben. Aber es gibt noch eine weitere günstigere Möglichkeit einzusteigen in Kings of War, wenn man alleine sein sollte. Und das haben wir hier unten. Und zwar, das sind diese Ambush-Starter-Sets. Da gibt es schon eine ganze Menge für eben Nightstalker, sehen wir hier Abyssal Dwarfs, also Chaos-Zwerge. Und hier auch Empire of Dust, Forces of Nature. Und so weiter. Da haben wir eine ganze Menge mittlerweile an Ambush-Starter-Sets. Das aktuellste, das gerade in der Vorbestellung ist, wäre hier zum Beispiel für Trident Realms, die gerade überarbeitet worden sind. Das habt ihr ja im Video von letzter Woche sehen können, wo wir uns diese ein bisschen angeschaut haben. Falls ihr euch dafür interessiert, ich werde euch das Video hier jetzt da oben verlinken und auch in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das Ganze gerne auch nochmal ansehen. Falls euch vielleicht mal so eine Armee in Richtung Nature und in Richtung eben Frösche, sage ich jetzt mal, ein bisschen mehr interessieren sollte. Und hier ist es eben so, bei diesen Ambush-Sets, wie wir schon sehen, bekommt ihr hier eben zu einem sehr guten Preis eine Reihe von Figuren, in diesem Fall eben 20 Infanteriemodelle in den meisten Fällen und dann hier drei Kavalleriemodelle bzw. größere Kavalleriemodelle. Zusammen mit einer Zusammenbauanleitung mit ein bisschen Hintergrund und einem Quick Start Rules Guide wieder, um eben in Kings of War einzusteigen. Auch hier wieder, wie gesagt, bekommt ihr nicht die vollständigen Regeln, sondern nur so ein kleines Booklet. Müsst also später, falls ihr euch entscheiden solltet, Kings of War anfangen zu wollen und die Armee weiter aufzubauen, euch das Regelbuch dann noch später dazu kaufen mit den vollständigen Regeln. Das wäre noch so eine Möglichkeit und wie gesagt, gibt es hier eine ganze Menge, die recht ähnlich aufgebaut sind. Auch hier das zuletzt zuvor erschienene ist dann das, ich glaube, Twilightkin waren wirklich die letzten zuvor, die erschienen sind. Dort auch wieder das gleiche, ihr habt 20 Infanteriemodelle drinnen, ihr habt dann drei größere Figuren drinnen, in dem Fall eben nicht Kavallerie, sondern eben Monstrous Infanterie. Glaube ich, müssten die von der Größe dann zählen. Und auch wenn es hier zwar jetzt nicht abgebildet ist, aber auch hier bekommt ihr dann wieder das Quick Start Rules Booklet und eine Zusammenbaubeschreibung. Und das zieht sich eben so durch für mittlerweile mehrere verschiedene Fraktionen, wie ihr hier sehen könnt, die bereits solche Ambush-Starter-Sets haben. Solltest du dir aus diesem Video bisher wertvolle Informationen herausgeholt haben, würde es mich sehr freuen, wenn du das Video teilen würdest oder eben auch den Kanal teilen würdest, weiterempfehlen würdest, weil das hilft eben einfach, um hier weiter zu wachsen, damit auch mehr Leute von diesen Spielsystemen auch erfahren können, die ja sonst eben eher von anderen Kanälen weniger behandelt werden. Und natürlich hilft es auch dem YouTube-Algorithmus klarerweise, wenn ihr hier kommentiert oder eben den Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Vielen Dank dafür. Ansonsten gibt es noch ein paar weitere Informationen, was den Anfang betrifft. Eben, wir haben schon das Thema Rulebooks angesprochen. Ich habe es gerade hier nochmal gesehen. Eben das rote Rulebook, wie gesagt, ist das aktuelle. Clash of Kings hat abgedatete Regeln für die Fraktionen drinnen. Habe ich auch vorhin schon genannt. Und hier unten ist mir aber aufgefallen, sind dann diverse andere Bücher wie das Clash of Kings Buch vom Jahr davor. Oder eben auch hier das grüne Regelbuch, das ich vorher gesprochen habe, das quasi die Vorgängerversion und das ursprüngliche dritte Editionsregelbuch gewesen ist zum Erscheinen der Edition, zum Start der Edition. Und eben dieses rote ist eben hier mittlerweile das aktuelle abgedatete Regelbuch. Nur so zur Information, damit ihr seht, wie das Ganze ausschaut. Ansonsten vielleicht noch zu sagen, das wären mal so Informationen grundsätzlich, um mit Kings of War zu starten. Jetzt in 2024 haben wir, wie gesagt, jetzt gesehen, wir haben hier sehr, sehr viele Möglichkeiten, ins Spiel einzusteigen. Egal, was ihr für eine Armee spielen wollt, ihr werdet bestimmt irgendwas finden, was euch interessiert, wenn ihr euch auch nur ein bisschen für dieses Thema interessiert.
Und eine Sache, die vielleicht noch zu sagen wäre, eben, die es noch geben könnte, sind eben dann die Army-Deals. Das geht dann schon in die Richtung, wenn ihr vielleicht Kings of War eine neue Armee aufbauen wollt und gar nicht so sehr anfangen wollt mit dem Spiel selbst. Oder eben, wenn euch wirklich gar nichts interessieren sollte aus den Zwei-Spieler-Starter-Sets oder ihr von vornherein plant, gleich was Größeres aufzubauen. Da gibt es zum Beispiel Dinge wie hier auch recht neu, die Twilight King Army. Das seht ihr schon, da sind ein bisschen mehr Sachen drinnen. Also man sieht hier, wir haben die 20 Modelle quasi Infanterie aus dem Ambush-Set plus dann eben die drei Modelle aus dem Ambush-Set, die Großfiguren, die dann aber jetzt da verdoppelt sind, also insgesamt sechs Figuren. Dann sind noch 10 weitere Infanteriefiguren drinnen und ein Held. Etwas, das wir ja bisher in den anderen Sets teilweise gar nicht hatten, außer in den Zwei-Spieler-Starter-Sets. Da ist normalerweise immer ein Held pro Fraktion dabei, aber in den Ambush-Sets eben nicht. Und hier habt ihr eben eine Armeebox, die speziell nur für eine Fraktion dann ist. In dem Fall hier als Beispiel Twilight King. Da bekommt ihr eben diese ganzen Figuren, die wir hier gerade sehen und gesehen haben. Auf dem Übersichtsbild sehen wir das hier und nochmal, nein, hier haben wir nur dieses Bild. Hier seht ihr eben, was in dieser Box alles enthalten ist, in dieser Armeebox. Auch hier wieder, und das ist sehr schön, mit einem Twilight King Booklet und auch einem Hintergrundbooklet, wo ihr ein bisschen Informationen dazu bekommt und gleich direkt ins Spiel reinstarten könnt, sowohl was Informationen betrifft zu Kings of War selbst, als auch zu dieser Fraktion, die ihr hier kauft. Von dort her könnt ihr dann natürlich auch weitergehen. Da gibt es natürlich dann auch weitere Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Kings of War Mega Army Box. Da ist dann wieder ein bisschen mehr drinnen. In dem Fall haben wir hier dann diese größeren Figuren dabei, diese drei Schiffe. Und hier sehen wir auch zum Beispiel den Inhalt dieser Box. Hier sieht man auch wieder beim Kavalleriemodell ganz unten rechts. Hier ist eine Heldin dabei, eine Zauberin. Auch ein anderer Held als jetzt zum Beispiel in der Army Box. Also auch hier die Möglichkeit, durchaus Army Box und Mega Army Box zu kombinieren. Ihr werdet jetzt dort Figuren wie eben diese Infanterie-Großfiguren oder eben die Infanterie-Figuren selbst bekommen in größerer Stückzahl, die ihr durchaus gebrauchen könnt, auch für mehrere Regimenter oder Horden und dann aber verschiedene Helden, sodass ihr hier nicht Sachen zweifach oder dreifach bekommt, die ihr vielleicht gar nicht brauchen könnt. Also auch hier eine sehr gute Möglichkeit, mit der Army Box zum Beispiel zu beginnen und dann mit einer Mega Army Box zu erweitern oder auch umgekehrt, wenn man das möchte. Und das Ganze gibt es eben hier, wie wir sehen, für eine ganze Reihe von Armeen. Im Endeffekt so gut wie jede Armee, ich glaube sogar wirklich jede Armee hat eben so eine Army Box und eine Mega Army Box und wie gesagt, einige zusätzlich mittlerweile auch die ganz kleine Ambush Box. Die gibt es aber zum aktuellen Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht für alle Fraktionen, aber zumindest schon mal für einige. Hier müsst ihr nur vielleicht schauen, weil bei diesen älteren Sets bin ich mir ziemlich sicher, dass hier weder Zusammenbauanleitungen dabei sind, noch eben Hintergrundinformationen. Dort müsst ihr euch das Ganze, dort bekommt ihr wirklich nur quasi Figuren, nur eigentlich, wo ich ziemlich sicher sagen kann, weil man es hier eben auch sieht, sind diese beiden Boxen, wo diese Booklets eben mit dabei sind. Und dann kommen wir jetzt noch zum letzten Punkt hier aus diesem Video und zwar mal weg von diesen ganzen Figuren und Einsteigerboxen, denn jetzt geht es natürlich darum, wir haben bereits Figuren uns ausgesucht, Sachen vielleicht bestellt, gekauft, aber wie kommen wir jetzt dazu, Armeelisten zu bauen? Auch hier gibt es eine sehr schöne Möglichkeit, das Ganze zu machen, und zwar diese Mantic Companion App. Ich werde euch die auch im Video in der Beschreibung unten verlinken. Wie ihr zu dieser Seite kommt, hier könnt ihr euch registrieren, müsst aber nichts dafür bezahlen, wenn ihr nicht wollt. Die App könnt ihr kostenlos verwenden, ist eine Webanwendung und wie ihr hier schon seht, ihr habt hierfür die verschiedenen Spielsysteme von Mantic, Kings of War, Armada, Dead Zone, Firefight und so weiter. Die Möglichkeit, Armeelisten zusammenzustellen, das Ganze kostenlos und dann eben auch als PDF auszudrucken, solltet ihr eben dann euch entscheiden, hier auch ein Abo abschließen zu wollen, was ihr hier machen könnt. Das kostet, glaube ich, wenn ihr es jährlich zahlt,
40 Euro im Jahr, dann habt ihr einfach Zugriff darauf, dass ihr unbegrenzt viele Armeelisten erstellen könnt, sonst seid ihr pro Spielsystem auf 2 Armeelisten beschränkt. Sonst müsst ihr eben anfangen zu löschen, wenn ihr mehr machen möchtet. Könnt aber trotzdem die Listen vorher als PDF abspeichern, damit ihr sie zur Verfügung habt. Und ihr habt eben, wenn ihr ein Abo abgeschlossen habt, noch zusätzlich Zugriff auf die ganzen Regeln. Das heißt, theoretisch bräuchtet ihr nicht mal ein Regelbuch, wenn ihr hier ein Abo abschließt. Ob das Ganze jetzt da 1 zu 1 beschrieben ist, kann ich nicht sagen. Ob man wirklich alles bekommt, aber ihr habt halt auch dann auf euren Armeelisten alle Regeln aufgedruckt, die ihr für eure Armee und eure Armeeliste benötigt, um auch hier nicht die ständig ins Regelbuch blättern zu müssen. Und hier könnt ihr euch eben, weil wir gerade bei Kings of War sind, hier so eben diese Listen erstellen. Da könnt ihr dann und da setzt ihr eben dann eure bisher erstellten Armeelisten mit den Punktewerten. Könnt dort auch, wenn ich glaube, das gibt es auch nur beim Abo, Win-Draw und Loss dokumentieren, wenn ihr das möchtet, und seht eben, ob die Armeeliste valide ist oder nicht, bezogen auf die Regeln. Und wenn ihr eben so eine Armeeliste dann aufmacht, habt ihr hier auf der linken Seite eben die Möglichkeit, die verschiedenen Armeelisteneinträge anzuklicken. Dann seht ihr hier schon das Profil und alles und auch die Sonderregeln. Und auf der rechten Seite ist dann die Armeeliste, wie sie aktuell aufgebaut ist, zusammengestellt. Auch hier mit allen möglichen Informationen zu den einzelnen Modellen bzw. zu den einzelnen Einheiten, die aktuellen Punkte, die ihr ausgegeben habt, die Maximalpunkte für diese Liste und ob die Liste eben valide ist oder nicht. Wie gesagt, die ganzen Armeelisteneinträge und hier noch Detailinformationen, falls euch das Ganze interessiert. Und hier seht ihr schon, Special Custom Rules, Spells, Artefakte sind dann in weiterer Folge nur verfügbar, solltet ihr eben ein Abo abschließen. Ist aber wie gesagt nicht nötig. Ich verwende es aktuell auch ohne Abo, weil ich nicht so viel zum Spielen gekommen bin bisher und funktioniert einwandfrei. Bin halt nur beschränkt auf diese maximal 2 Listen, die ich hier erstellen kann. Bietet euch aber eine sehr gute Möglichkeit, um auch Armeelisten zusammenzustellen und mal einfach reinzuschauen in das Ganze. Auch wenn ihr euch vielleicht noch gar nicht so sicher seid, welche Armee ihr eigentlich starten möchtet, könnt ihr euch hier schon mal einen Überblick verschaffen über die verschiedenen Armeen und deren Armeelisten.